Hallo Leute, ich möchte ein Unboxing machen mal wieder. Diesmal sitze ich hier auf meinem Teppich. Oh. Gut. Unboxing. Ihr kennt die Sache von hier Loot Chest, wie das alles abläuft, wie es funktioniert. Ihr schaut euch das Video an, schreibt euer Lieblingsteil in die Kommentare. Und ja, am Ende des Videos werde ich euch noch was ganz Tolles zeigen. Deswegen bleibt am besten dran. Ja, das ist die Box vom Mai und wir fangen an. Ich habe hier eine Filmrolle bekommen von Star Wars. Da ist der 8. Teil drin von Star Wars. Den kann nur ich angucken, wenn ich so einen Filmprojektor habe. Nein, Spaß beiseite, wäre aber geil, ne? Hier drin, ne, befinden, also es ist so eine Box einfach. Und hier drin haben sich die Flavor Fusers befunden. Weiß nicht, wie das schmeckt. Schmeckt das? Kann man essen. Gut. Dann haben wir hier drin. Oh! Ein Popeye Energy Drink! Da bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. Schmeckt der nach Spinat? Gibt Besseres. Ah. Dann haben wir hier ein Spiel drin namens Pixel Tactics. Und ich habe keine Ahnung, ich kenne dieses Spiel nicht. Ist für zwei Spieler. Und es ist ein Kartenspiel. Und hinten drauf steht, reist zurück in das goldene Zeitalter der 8-Bit-Taktik-Schlachten. Mit Pixel Tactics könnt ihr solche Schlachten vom Bildschirm auf euren Tisch holen. Ich schaue mir das Ganze mal an. Und wenn es was Cooles ist, kann ich ja nochmal auf meinem Real-Life-Kanal ein Video darüber machen. Ne? So, dann haben wir hier noch zwei T-Shirts. Einmal... Was ist da drauf? Oh, I Want to be Steve ist von Captain America. Also, die kann man da an diesem Schild hier erkennen. Und dann haben wir hier noch eins. Und zwar von... Was steht da drauf? Fight Crew, Normandy, Air 2, System Alliance, Navy. Sagt mir jetzt gerade überhaupt nichts. Also ich weiß nicht, das Teil sieht halt aus wie so ein Flieger aus Star Wars, aber das, was da halt drüber steht, deutet nicht auf Star Wars hin. Leute, was ist das? Was hat es damit auf sich? Schreibt es mir in die Kommentare. Legen wir auch auf die Seite. Und zu guter Letzt ist hier drin von... Perry Roden, Loot Chest Variant Cover Edition. Okay, die neue Comic-Serie. So sieht das aus. Perry Roden ist ja hier so ein, wie nennt sich das? So ein Comic-Held, ne, aus dieser Sci-Fi, also Science-Fiction-Szene. Ja. So, okay, ich habe alles ausgepackt. Eure Zeit ist jetzt gekommen. Ihr schreibt in die Kommentare, was euer Lieblingsteil ist. Aber jetzt nochmal ganz kurz. Da momentan einfach auch auf YouTube ist, oder viele sagen, man findet keine gute Qualität, bla bla bla, dies, das, tralala. Möchte ich euch jetzt mal kurz einen Kanal vorstellen. Und zwar verlinke ich den, also ich verlinke den unten in der Beschreibung. Dieser Kanal macht Spielfilme
in GTA 5 und Minecraft. Und die haben jetzt einen Film released, der geht wirklich eine Stunde. Da ist in GTA 5 aufgenommen, gedreht, editiert worden. Und ich möchte euch den Trailer zeigen. Und wer da Interesse hat, kann diesen YouTube-Kanal unterstützen. Unrated Film Industries heißt der, glaube ich. Irgendwas mit U fängt an. Ich schneide euch jetzt den Trailer hier hinten dran. Bitte guckt es euch an. Ich finde, den Film ist Geschmackssache vom Genre her. Aber ich finde, die Jungs haben sich, oder das Team hat sich mega viel Mühe gegeben. Und es ist auf jeden Fall sich wert, es einfach mal anzugucken. Und ja, dann war es das jetzt von mir. Zieht euch den Trailer rein und wenn ihr Bock habt, den ganzen Film. Bis dann und ciao. Ich hab sie gefunden. Okay. Die Frau von der Straße. Weißt du noch? Mila. Lange Geschichte. Echt lange Geschichte. Ich hab sie letzten Winter getroffen und ja, jetzt sind wir aufs Land gefahren, um sie zu finden. Und ihr macht also einen Roadtrip? David will die Liebe seines Lebens finden. Und deswegen muss ich sie auch wiederfinden. Ich habe ein paar Dörfer ab, Kneipen, Tankstellen und hoffen, dass uns da jemand weiterhelfen kann. Warum sollte sie immer noch hier sein? Sie muss doch irgendwo zu finden sein. Ja, Ross, klar kenne ich. Ha! Wo finde ich sie? Ist das euer fucking Ernst? Wow, ganz ruhig. Ruhig, ruhig. Ja, richtig, das macht man heute so. Das macht man dann heute noch so. Ach ja, ich weiß. Leute auf der Straße liegen lassen, das macht man heute so, richtig? Da habe ich einmal den Mut, auf eine Frau zuzugehen und dann lasse ich sie links liegen. Ich hätte nach ihrer Nummer fragen sollen. Ich hätte sie auf einen Kaffee einladen sollen oder so. Ihr lernt ein Mädchen kennen und ab dem Moment seid ihr von ihr gebannt, so dass ihr euch direkt ein Leben mit ihr vorstellt. Wieso die Eile? Weil ich es einfach satt habe, geduldig zu sein. Was treibt euch aufs Land? Ein Abenteuer. Meinst du, der Erfolg bei uns? Ich muss sie einfach finden, da führt kein Weg dran vorbei. Da wird man immer stärker. Wir sollten abbrechen! Nein!